Herzlich willkommen zur 5-Euro-Megashow. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß. Schön viel Zeit für richtig schöne Schnäppchen, denn in der nächsten Stunde geht es ausschließlich um Produkte, die nur 5 Euro kosten, also knallhart runter reduziert worden sind. Und das bedeutet jede Menge Spaß, nicht nur für Sie, sondern auch für uns. Viele Überraschungen, ausschließlich Überraschungen für uns. Wir legen los und bis zu 5-mal dürfen Sie hier zuschlagen, es sei denn, wir sagen an bestimmter Stelle etwas anderes. Aber dann handelt es sich auf jeden Fall um ein sehr besonderes Dankeschön. Produkt. Und ganz wichtig noch, am Ende der Stunde kommt irgendein Produkt, wir wissen nicht was, das ist nochmal im Preis halbiert für 2,50 Euro. Aber fangen wir mal mit 5 Euro an. Und wir haben, ich denke mal, ein Kosmetikspiegel für Monika. Nein. Also das für 5 Euro, der Wahnsinn. Es ist ein Zweier-Set Fahrradrückspiegel, also mit Lenkerhalterung. Einer für rechts und einer für links, ganz, ganz klar. Aber ich glaube, das erhöht natürlich auch die Sicherheit beim Fahrradfahren, oder? Ich sehe Kamera 3. Ich sehe unsere Zuschauer. Das könnte man ohne die Spiegel nicht, ne? Ist natürlich ein großer Sicherheitsfaktor, wenn man mit so einem Rückspiegelfahrrad fährt. Da kann man nämlich auch mal sehen, was hinter einem passiert. Hier das Zweier-Set, also das ist ideal für ein Fahrrad, wo Sie zwei Rückspiegel anbringen können. Dann entgeht Ihnen überhaupt nichts. Moni, du hast einen E-Scooter, ne? Ja. Hat der einen Rückspiegel? Nee, hat er nicht. Aber das da passen wir auch drauf, ne? Ja, stimmt, hast du recht. Gute Idee, auch dafür. Gerade wenn man im Verkehr unterwegs ist, sollte man komplette Sicht haben, um sicher unterwegs zu sein. Der hier hat sogar auf der Rückseite noch diese Reflektoren. Das heißt, es ist auch nochmal ein Sicherheitsaspekt natürlich. Ist das werkzeuglos anzubringen? Ist werkzeuglos, ja. Imbusschlüssel brauchst du, aber der ist im Lieferumfang enthalten. Aber hier haben wir ein paar Zuschriften. Klaus schreibt zum Beispiel, die Spiegel sind einfachst zu montieren und geben eine gute Übersicht beim Fahren. Und Henning schreibt, problemlose Montage und die Länge der Spiegel ist super. Und ich finde das wichtig, also beim Auto ist es ja Pflicht. Also Pflicht ist es linker Spiegel und Rückspiegel. Rechts ist, glaube ich, nicht hundertprozentig Pflicht, aber mittlerweile an allen Autos. Und beim Fahrrad hast du einfach keine Sicht auf den rücklaufenden Verkehr. Und als Fahrrad bist du, also Fahrradfahrer bist du einfach der schwächste Verkehrsteilnehmer, am meisten gefährdet. Und da finde ich es persönlich sogar am wichtigsten, dass man mal sieht, gerade wenn man auch mal abbiegen will, ob man nicht übersehen wird. Also ich glaube, durch solche Spiegel werden viele kritische Situationen oder gar Unfälle eben vermieden oder verhindert. Und ich propagiere ja immer gegenseitige Rücksichtnahme, weil ich würde als schwächerer Verkehrsteilnehmer mich nicht unbedingt auf die Autofahrer verlassen wollen und lieber selber noch mal gucken, wenn hier Autos hinter mir unterwegs sind, dass die auch ja nicht abbiegen, wenn ich gerade im toten Winkel bin. Das sind ja alles so Gefahren, potenzielle Gefahren, denen sie damit aus dem Weg gehen können. Ich finde es schön, wenn ich ein bisschen mehr Kontrolle habe. Ne? Manchmal hat man das, dann kommt ein Auto hinter dir, du hörst es nur und dann werde ich schon ein bisschen zittrig und ich finde es angenehmer, in einen Seitenspiegel zu schauen, als hinter die Schulter mal zu blicken. Also nochmal, ich glaube, Schulterblick wird nicht ersetzt dadurch, aber es wird unterstützt. Ja? Und Fahrradfahren liegt vor dem Trend. Die Bestellnummer ist die NX1483 und die 569, hier sehen wir es mal. Und ich denke, das passt an jedes handelsübliche Fahrrad. Ja? Einer links, einer rechts und dann eingestellt auf die eigene Körpergröße bzw. auf den Sitzwinkel. Und dann hat man eben auch beim Fahrradfahren die nötige Sicht nach hinten und damit meiner Meinung nach erheblich mehr Sicherheit. Also fängt schon richtig toll an. Ich hätte so Spiegel auf 20 Euro geschätzt. Ich auch mindestens. Ja. Und das ist vor allem auch jetzt hier ein Saisonprodukt, weil jetzt holen wir gerade alle unsere Fahrräder wieder raus. Seien Sie sicher unterwegs, bis zu 5-mal dürfen Sie es bestellen. Natürlich dann auch für die ganze Familie. Hier kommt schon das nächste Produkt. Was für ein Genre haben wir denn jetzt? Rebecca, was haben wir da drin? Boah, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Technik aus ganz vielleicht? Delikatem Glas haben wir hier. Ganz dünnes, feines Glas. Oh, nur noch Es ist eine Taschenlampe. Oh, das ist eine, ne? Das ist nicht nur irgendeine. Ist das eine die magnetische? Und wenn ich mich nicht irre, ist das auch Arbeitsleuchte gleichzeitig. Aber Arbeitsleuchte mit Magnet, das heißt, zwei Lampen in einem sind das ja im Prinzip hier.
Und damit hat man dann eben mal perfekte Sicht hier. Die sind übrigens sehr, sehr hell hier. 300 Lumen sind natürlich auch spritzwassergeschützt. Diese LED-Lampen setzen sich ja immer mehr durch. Meine Schwiegermutter, wir waren dann letztes Wochenende, die hat dann so eine alte Taschenlampe rausgeholt mit so einem Birnchen drin. Das war also schon auf den letzten Metern. Diese LEDs sind viel, viel heller, brauchen viel, viel weniger Strom. Wenn Sie noch alte Taschenlampen haben, ersetzen Sie die einfach hiermit. Eine bessere kann ich mir kaum vorstellen, weil sie eben diese 2-in-1-Funktion auch noch hat. Ja, und du hast recht, bei den alten war ja noch die Batteriefächer Typ D oder mindestens Typ C. Das heißt, das waren auch solche Brüdel. Hier klein und handlich. Und es gibt ja von ganz vielen Rathäusern und auch, glaube ich, von der Bundesregierung gewisse Notfallpläne. Was sollte man zu Hause haben für alle Eventualitäten? Und auf allen Listen, die ich bis jetzt gesehen habe, steht an Platz 1 immer eine Taschenlampe. Ja, ich habe diese Taschenlampe übrigens bei mir im Auto, und zwar im Seitenfach, weil... Kannst du auch beim Autofahren immer mal gebrauchen. Man darf ja bis zu 5-mal zugreifen. Ich kenne viele, die haben sicherheitshalber im Nachttisch einfach eine Taschenlampe, falls nachts mal Stromausfall wäre und sie müssen aus dem Bett irgendwo hinfinden. Auch das, Küche. Also ich würde gleich ein paar bestellen und die wirklich im ganzen Wohnraum, auch im Keller, zum Beispiel auch beim Schaltkasten, zum Beispiel beim Sicherungskasten, überall eine deponieren. Ja, die hat halt diesen magnetischen Halter dran. Das heißt, man kann die wirklich überall ranmachen. Ob das jetzt an der Motorhaube ist, wenn man im Auto irgendwas machen will. Ich finde es sehr praktisch, eben, wenn man unter der Spüle irgendwas machen muss. Da braucht man ja auch beide Hände frei. Hier kann man die dann ganz einfach irgendwo festmachen. Hier sehen wir es am Sicherungskasten. Auch super praktisch natürlich. Und dann mit dem Arbeitslicht hat man eben eine ganze Fläche beleuchtet. Und nicht so punktuell nur wie mit einer normalen Taschenlampe. Gerade das unter der Spüle. Normalerweise verdeckst du ja mit deinem Körper, egal wie schlank du bist, verdeckst du die Lichtquelle. Das heißt, du arbeitest immer im Dunkeln. Und das kannst du einfach vor dich stellen oder sogar oben mit dem Magnet an die Spüle festmachen. Hier beim Autofahren, auch wenn man mal die Motorhaube aufmacht oder auch Kofferraum. Oftmals, wenn du den Kofferraum voll machst, hast du keine Beleuchtung mehr, weil du die Lampe zugestellt hast. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist. Und jetzt suchst du was, dann kannst du das ganz einfach oben an die Heckklappe praktisch magnetisch festmachen und findest dann auch das Richtige. Der Werner aus Umkirch schreibt, diese Lampe ist der Hammer. Das kann ich so nicht unterstützen. Die ist nicht der Hammer, das ist eine Lampe, kein Hammer. Sehr gute Idee, dass die Lampe auseinandergezogen werden kann und da eine sehr helle Lampe zum Vorschein kommt. Tolle Idee. Ich habe eine Taschenlampe im Nachttisch, meine Frau auch. In der Küche haben wir eine, im Auto natürlich, in der Laptoptasche habe ich noch eine. Also Taschenlampen kann man nie genug haben, weil man die immer mal brauchen kann. Und gerade so im Dunkeln ist man damit besser unterwegs. Ingo, du begeisterst mich jeden Tag aufs Neue. Ich bin total begeistert, dass du auf den ersten Blick eine Taschenlampe von einem Hammer unterscheiden kannst. Ich habe das nur die Zuschauerzuschrift hier vorgelesen. Die Bestellnummer ist die NX9041 und die 569. Denken Sie an die 569 am Ende, damit Sie den Hammerpreis bekommen hier für unsere Lampe. Das ist also doch Hammer. Ja, Hammer, Hammer, Hammer gehabt, ne? Hammer, Hammer, Hammer auch nicht. Hammer, Hammer. Taschenlampe, Hammer. So. Hammer auf Lager für Sie. Ja. Können Sie anrufen und bestellen. So, Monika, was wünschst du dir? Ich würde gerne Schmuck sehen oder irgendwie ein bisschen Dekoration. Also das ist zu groß für Schmuck. Da bin ich mal relativ, da lege ich mich mal fest. Dekoration, im weitesten Sinne. Ich würde sagen, das sind solche Lampen, die man anbringen kann mit Bewegung. Aber die sind schon sehr dekorativ. So Wegeleuchten oder auch, ich sage jetzt mal, Stolperfallenbeseitiger. So möchte ich es mal nennen. Und du sagst mir bitte genau, was es ist. Ein Akku-LED-Nachtlicht mit Bewegungs- und Lichtsensor in Warmweiß oder auch in Kaltweiß. Mhm. Sanfte Beleuchtung für sichere Wege, besonders energiesparend. Durch 12 LEDs werden automatisch durch den integrierten Bewegungssensor ausgelöst und aktivieren sich dank Dämmerungssensor nur bei Dunkelheit und nach ca. 20 Sekunden schalten sich ihre Nachtlichter wieder von selbst ab. Ja, und ich kann die Leuchtstärke beeinflussen. Yep. Jetzt gerade eben habe ich es mal ein bisschen dunkel gemacht. Jetzt geht's, jetzt leuchtet es wieder. Im Hellen ist es schwierig, aber da sehen wir das. Was ich noch sehe, und das halte ich für ganz, ganz wichtig, diese Lampen sind akkubetrieben. Das heißt, du musst hier keine Batterien nachkaufen, sondern wenn mal irgendwann die Leuchtkraft nachlässt, dann hänge ich sie einfach an mein Ladegerät dran. Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Netzteil haben sie mit Sicherheit vom Smartphone. Und hinten, das finde ich jetzt auch ganz interessant, ein Gerät von hinten ist nicht interessant, aber die Befestigung, man kann es natürlich
nicht festschrauben, aber hier ist so ein Industriekleber dran. Mhm. Und der hält wirklich überall bombensicher, ist aber auch wieder ohne Probleme abzulösen. Also auch auf einer Raufasertapete, wenn man das im Flur anbringen will. Ja? Und die Leuchtkraft ist wirklich schön, finde ich. Ja? Und ich habe hier zwei Stufen, ich muss mal kurz schauen. Ah, also ist das aufgefallen? Ja. Wir haben Tageslichtweiß oder Warmweiß. Ja? Lass mal nebeneinander halten. Ich habe jetzt. Ja, warte mal, also ich mache Tageslichtweiß, du Warmweiß. Vielleicht man sieht man es ein bisschen, ja. Ja, da sieht man jetzt einen deutlichen Unterschied. Ja. Ich glaube, auf der Hand sieht man es am besten. Das hier ist Warmweiß, bei mir Kaltweiß, bei dir Warmweiß. Also da können Sie wählen, was Sie möchten. Und da oben ist der Bewegungssensor, der sorgt dafür, dass es eben eingeschaltet wird, wenn Bewegung in die Nähe kommt. Toll. Ja, ideal für Flur, Kinder oder Schlafzimmer, in der Treppe, beim Camping und vieles mehr natürlich hier einfach zum Ankleben. Unser Akku-LED-Nachtlicht bestellen Sie mit der ZX6063 und der 569 für 5 Euro. Können Sie bis zu 5 Mal bestellen. Vielleicht auch das so schön an der Treppe angebracht, wie wir es gerade sehen. Ist auf jeden Fall, finde ich, auch Deko. Und natürlich hier mit dem Bewegungssensor schaltet sich der nach 20 Sekunden wieder automatisch ab. Super klasse, Akku betrieben, also besser geht's ja gar nicht. Aber ich warte natürlich immer noch auf Schmuck. Mal schauen, was als nächstes kommt. Ich warte auf Spielzeug. Ja. Frauen, gibt's auch eine Produktklasse, auf die Sie warten? Auf eins sollten Sie auf jeden Fall warten, nämlich auf das Ende der Sendung. Vielen Denn ganz Dank, am Schluss kommt irgendein Produkt, was nochmal im Preis halbiert ist für 2 Euro. Aber jetzt Deko. Jetzt sind wir noch bei 5 Euro und haben ein Handyhalter? Handy und Tablet, ganz genau. Der ist richtig klasse. Mega. Der ist aus Metall, ich hatte den schon mal in der Sendung. Hast du sofort gemerkt. Ja, und den kann man hinstellen. Gerade mal, du guckst ja auch gerne irgendwie einen Film oder sowas beim Essen. Ja, richtig gerne, aber ich nehme immer meine Tasse mit Kakao drin oder mein Glas und immer wenn ich dann trinken möchte, dann ist es echt ungünstig. Ja, das verrutscht auch ständig. Ja. Ne? Das ist eine richtig solide Halterung, mit der man das dann ganz einfach hier eben aufstellen kann. Tablet oder Handy, es ist auch also geschützt hier mit Silikon, dass also keine Kratzer reinkommen. Hat so einen Teleskoparm, das heißt, man kann es dann eben auch noch ein bisschen hochsetzen. Und Rebecca, ich weiß nicht, ob du das weißt, das kannst du auch an die Wand hängen. Das auch noch. Also auch an die Wand montieren und zum Beispiel in der Küche. Und dann kannst du es natürlich vorne hinstellen. Aber man kann es auf den Tisch hinstellen oder an die Wand hängen. Aber was ich wichtig finde, den Neigungswinkel kannst du entsprechend einstellen. Je nachdem, ob du davor sitzt oder in der Küche zum Beispiel davor stehst, brauchst du einen anderen Winkel. Und der ist einfachst einzustellen. Und was mir noch besser gefällt, ist der wenige Platzbedarf, wenn ich ihn mal nicht benötige. Ja, also das ist wirklich ganz klein verstaubar. Und der Preis ist auch extrem klein. Also ich bin begeistert von dem Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich wirklich sagen. Weil eine bessere Handyhalterung kann ich mir gar nicht vorstellen. Gerade so auf dem Schreibtisch platziert, finde ich das richtig schön, dass du einen Blick auf dein Smartphone haben kannst, wenn es hier drin liegt, dass du es dann entsprechend auch je nachdem, wie du sitzt, hier anpassen kannst im Neigungswinkel. Also das ist mal richtig, richtig gut gemacht. Ist dir aufgefallen, dass unten offen ist? Das heißt, wenn du jetzt gerade vom Schreibtisch ansprichst, du könntest hier auch gleichzeitig laden. Ja. Ich denke jetzt aber auch an die Küche, weil ich weiß, dass viele nach Internetrezepten kochen, ob über Tablet oder Handy, spielt da gar keine Rolle, das drauf. Und dann liegt es erstens mal auch nicht auf der Arbeitsfläche und du hast immer den Blick drauf und kannst so einfach mit einem Finger scrollen und eben den nächsten Schritt anschauen. Aber ich denke, da gibt es so viele Anwendungen. Ich weiß nicht, Monika, streamst du auch übers Handy? Also schaust du Videos an, YouTube oder was weiß ich? Oder? Ja, meistens immer beim Essen, weil ich sonst halt alleine bin und dann brauche ich ein bisschen Unterhaltung. Und wie gesagt, da lehne ich es immer an mein Glas, an meine Tasse. Es rutscht immer runter und das nervt mich selber. Ja, oder wenn du was trinken willst, musst du es ja wieder irgendwo wegmachen. Ja? Nein, auch für Videokonferenzen. Ich meine, es ist ja so schön, dass es diese Techniken gibt. Ne? Aber normalerweise, wenn man das so hält, hat man immer eine komische Perspektive und nur eine Hand frei. Der Arm schläft ein, Der Arm schläft ein, ganz genau. Hier kann man es mal ganz genau positionieren und eben so einstellen. Ich finde das auch praktisch. Will ich haben. Dann, Ingo, bestell nur mal ganz schnell, Rebecca. Du merkst ihn hier, 5 Euro günstiger geht's einfach. Sage ich nicht. Doch, die Bestellnummer ist die ZX7082 und die 569. Sie sehen, das ist ein komplettes Tablet, können Sie damit aufstellen. ZX7082 und die 569 ist die Bestellnummer. Auch das können Sie gerne bis zu 5-mal bestellen. Passt übrigens auch super in eine Laptop-Tasche. Auch das ist der Hammer. Oder so eine Tablet-Tasche oder so. Kann man immer dabei haben und dann eben mal schnell aufstellen. Ist es der Wahnsinn, dass das eben aus Metall ist, so solide gebaut und dann auch noch
mit diesem Teleskop, dass man das eben genauso ausrichten kann, wie man es haben will. Also auch hier hatte ich mindestens 10 Euro als Normalpreis geschätzt. Ja? Ja. Also wäre schon, würde ich schon als günstig empfinden, aber wir sind ja in der 5 Euro Mega-Show. Doch, Rebecca, was meintest du noch? Und du hast eine gummierte Unterseite. Achso, du verkratzt die Handys noch. Ja genau, du verkratzt den Tisch nicht und vor allem, es steht dann eben auch fest, gerade wenn du ein schwereres Tablet drin hast. Ne? Also begeistern, ne? Mhm. Du willst es haben? Also zu dem Preis ja, auf jeden Fall. Kannst du gleich anrufen. Du bist zum fünften Mal bestellen hier unseren Tablet- und Handyständer. Ich koche ja auch gern vom Handy aus, also oder vom Tablet. Die haben so tolle Rezepte im Internet. Was ist das denn? Das ist ja perfekt. Das ist, glaube ich, so ein Unterbett. Also so ein Ding, wo man zum Beispiel Winterkleidung jetzt bald reinmachen kann. Und ich habe das immer unter meinem Bett in den Bettkästen. Ja. Also du hast es gleich erkannt, falls unsere Zuschauer nicht erkannt haben. Es ist wirklich eine Unterbettkommode, aber auch mit einem Sichtfenster. Ja, das heißt, perfekt. Du siehst jederzeit, was du eingelagert hast. Jetzt im Moment haben wir noch die Winterkleider draußen, aber die Zeit ist hoffentlich bald vorbei. Bettwäsche, klar, ist oftmals ganz andere im Winter gerade als jetzt im Sommer. Frühling, Sommer, da wechseln ja viele die Bettwäsche. Dann die Winterjacken. Die Winterjacken. Die dicken Pullis. Ach, bin ich froh, wenn man die da reinmachen kann. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, von der Länge her, müssten unter ein normales Bett zwei dieser Fächer passen, oder? Nicht. Ja, also die Größe finde ich wirklich ideal, weil du kannst sie ja auch übereinander stapeln, ne? Aber kannst dann sortieren nach Themen. In dem einen die Pullis, in dem anderen die Schuhe und so weiter und so fort. Und ich habe so hässliche weiße Dinger und ich denke mir jetzt, boah, wie stylisch ist denn jetzt diese Variante mit dem beige abgesetzten Nähten und mit dem schwarz? Da habe ich meine Schuhe da drin. Also nicht ich denke jetzt auch nicht nur unter das Bett. Viele haben ja am Schlafzimmer oder woanders Schränke, die fast bis zur Decke gehen. Genau. Und nur noch so ein kleiner Spalt ist. Da oben kann man das auch lagern. Dann hat man wenigstens wieder Platz im Schrank. Ja, viele sagen, mein Schrank platzt was. Wo soll ich denn meine Sommer- bzw. meine Winterklamotten außerhalb der Saison hinmachen? Jetzt kann ich es Ihnen sagen, in diese Unterbettkommode. Übrigens mit dem Passen. Beim Bett hatte ich ziemlich recht, das ist 1 Meter lang, das ist durchdacht. Das heißt, ein ganz normales Bett hat ja 2 Meter Länge. Mhm. Ja, das heißt, da passen 2 nebeneinander drunter. Bei einem Doppelbett 2 von der linken Seite, 2 von der rechten Seite. Und dann hast du mal richtig viel Lagerplatz. Hier ist auch noch ein Griff dran, dass du es ganz einfach vorziehen kannst auch noch. Absolut staubsicher natürlich dann untergebracht, schont natürlich auch ihre Klamotten, ihre Bettwäsche, was immer sie da reintun. Also ich finde das klasse. Auch Gäste-Plümo habe ich zum Beispiel in solchen Aufbewahrungsboxen oder wie nennt man das offiziell? Taschen. Unterbettkommode. Unterbettkommode. Aber hier steht noch ein wichtiger Satz, den möchte ich noch erwähnen. Durch die Reißverschlusstechnologien, dass es leer ist, schützt vor Staub, Schmutz und auch vor Motten. Weil die kommen da auch nicht rein. Auch nicht ganz unwichtig. Die Bestellnummer ist die NX3956 und die 569. Auch hier gilt, bis zu 5-mal dürfen Sie zugreifen. Und ich glaube, da haben Sie dann genügend Stauraum zum Saisonwechsel. Und auch nächstes Jahr, wenn dann die Sommerkleider leider irgendwie oder Ende des Jahres wieder weggeräumt werden und die Winterkleider wieder raus, dann kannst du einfach tauschen. Es gibt ja auch Klamotten, die schrumpfen. Gerade in der Weihnachtszeit stelle ich das immer wieder fest. Dass deine Kleider... Die schrumpfen. Aber ich stell dir mal vor, ich habe einen Schal seit 7 Jahren, der passt immer noch. Echt? Ja, ja. Mensch, ich habe noch einen aus der Schulzeit, der passt auch noch. Der schrumpft nicht. So, machen wir weiter. Ich weiß, was du meinst mit dem Schrumpfen, ja. Oder mir hat einer gesagt, meine Bettwäsche von vor 10 Jahren, die passt mir immer noch. Ich kann nicht zugenommen haben. Das hört sich auch nicht nach Schmuck an. Jetzt wird kreativ gewerkelt hier. Was haben wir denn da? Also ich sehe hier ganz viele Holzteile. Ich weiß, was ich es sehe ist. Farbe, ich weiß auch, was es ist. Ein Kleber und ein Pinsel. Weißt du, was es ist, Moni? Ja, das ist für Vögel. Ein Nistkasten, oder? Ein Nistkastenbausatz, ganz genau. Jetzt ist ja genau die richtige Zeit. Ja, genau. Vögel fangen ja jetzt wieder an zu nisten. Im März, glaube ich, ne? Im März geht das los. Die suchen sich jetzt gerade ihre Partner. Ist ja und schön. Bald geht's los, dann bauen sie ihre Nester. Und das ist so ein Nistkasten natürlich klasse. Es ist so schön, die das zu sehen. Die daten sich gerade, die Vögel. Die daten, sie sind gerade Dating in Time. Also was ich hier natürlich der Wahnsinn finde, ist ein Echtholz. Und wer weiß, wie die Holzpreise gestiegen sind, weiß, was das für ein Schnäppchen ist. Ja, und dann ist es, man baut es selber. Übrigens, die Nägelchen sind mit dabei. Und die Farben hast du uns auch gezeigt. Dann kann man es ganz nach eigenen Belieben
lieben bemalen, vielleicht auch mit den Enkeln zusammen. Ja. Ich glaube, denen macht das Riesenspaß. Das ist ein cooles Projekt, ja. Und wenn sie irgendwo Blick auf den Baum haben und dann sehen, wie dieses Haus irgendwann mal von einer Vogelfamilie bezogen wird, das macht so unglaublich viel Spaß. Ja? Und für 5 Euro, also ich finde, das ist ein Hammerpreis, nochmal Echtholz. Das ist komplett aus Echtholz. Ja, hoppala. Das ist so herzlich, wenn die Spatzen und Meisen und was da alles ist, sich hier dann ihr eigenes Zuhause suchen, was sie gebaut haben. Vielleicht mit den Kindern, vielleicht mit den Enkeln zusammen. Wir haben bei uns vor der Küche auch so ein Vogelhaus bei unseren Nachbarn. Das ist so schön, da immer rauszugucken und sehen, wie die reinfliegen und ihre Kinderchen füttern. Wir sind ja auch sehr gefreut. Ja? Wir haben noch an anderer Stelle im Programm noch unsere Mini-Kameras. Wenn man die da auch noch reinhängt, dann kann man dem zugucken. Wäre ja auch mal cool. Schade, dass wir keine Zeit haben, das jetzt zusammenzubauen. Ja, wir haben es gesehen im Zuspieler. Ist ja wirklich sehr, sehr hübsch. Es ist unglaublich einfach. Du hast sogar Holzleim dabei, kleine Stahlnägelchen noch rein. Mhm. Ja, und Bauanleitung ist natürlich dabei. Machen Sie das aber gemeinsam mit Kindern oder mit Enkeln. Das macht denen riesig Spaß. Also ich habe jetzt kein Vogelhaus mit meiner Enkelin gebaut, aber einen Hasenstall. Und die war so stolz, dass sie da mitmachen durfte. Ja, und hat jetzt einen ganz anderen Bezug. Das ist ihr Hasenstall, den sie gebaut hat. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass Kinder da eben auch mal weggeholt werden von den elektronischen Sachen und hier auch mal ein bisschen werkeln dürfen. Also da beneide ich mich um meine Kindheit. Wir hatten keine Handys. Wir haben andere Sachen gemacht. Also die Zeit, die die Jugend von heute am Handy verbringt, die sind wir auf Bäume geklettert, haben Höhlen gebaut oder Baumhäuser gebaut. Mhm. Und hier kann man dann wenigstens ein bisschen von dieser Zeit wieder zurückholen. NX7502 und die 569 ist die Bestellnummer für unser Vogelhaus-Bauset. Was Sie ganz einfach zusammen machen. Ist alles dabei. Alles, was Sie brauchen, ist ein Hammer und ein Lineal steht auf der Liste. Wir haben einen Preisalarm. Sie sehen das, es blitzt, es donnert, unsere Sirene läuft hier. Das bedeutet, wir haben einen Preisalarm. Das bedeutet, wir haben ja ein Produkt, von dem haben wir nur ein kleines Kontingent zu diesem 5-Euro-Preis. So, ist aber radikal reduziert. Jetzt wird's spaßig. Sie dürfen den nur einmal pro Besteller bestellen. Ist ein Spielzeug. Es ist ein Spielzeug. Es ist eine magnetische Dartscheibe. Ja. Und zwar klassik wie ein Hardboard auch so gemacht. Das kennen Sie vielleicht, Hardboarder. Auf der einen Seite sind die. Könntet ihr mal bitte warten, bis ich fertig bin? Ich stelle mich ja gleich auf als Zielscheibe. Hier haben wir aber die klassische Dartscheibe. So, und jetzt, Rebecca, ich weiß nicht, ich glaube 2,74 Meter ist der Abstand bei den Dart. Bleib ruhig sitzen. 2,74 Meter. Ich weiß nicht, ob das Maß stimmt. Das habe ich jetzt einfach mal so gesagt. In Augenhöhe, da bin ich geschützt. Und jetzt, du weißt du was, wir machen das seitlich. Du stehst doch hin, damit unsere Zuschauer sehen. Ja? Und jetzt bitte alles auf die Triple 20. Okay. Ich habe heute eine tragende Rolle, haben Sie schon festgestellt. Becky. Oh! Ach, fast. Mit Gefühl. Es hält natürlich besser, wenn es an der Wand angebracht ist. Ja, natürlich, wenn es glatt ist, dann hält das Bomben sicher. Widerstand, ne? Guck mal, ich habe ohne Probleme die Triple 20 geworfen. Ja, also siehst du, so geht das. Warte mal, ich halte es mal straffer. Halt mal näher an den Körper. Normalerweise an, hängt man es an die Wand, dann hat es ja auch ganz einfach. Oh, das war nicht mal die Scheibe getroffen. Fast. Ingo, das wusste ich, dass du jetzt gleich als Partylöwe. Ja, natürlich. Oh, du hast es getroffen. Also an der Wand hält das ganz, ganz einfach. Aber ich habe auch die Triple 20 da. Oh, wow. Siehst du? Jawohl. Wahnsinn. Fast. Die ganze Zeit. Du bist die Nummer 1. Ich bin die Nummer 1. Moni, du musst auch noch werfen. Ja? Also, aber ich finde das klasse. Pfeile sind dabei, 6 Stück. Ja, und ich bin wieder zufrieden. Spielzeug. Und wenn man sich das mal anfasst, das ist wirklich hochwertig. Man kann es ganz einfach hier fixieren. Monika, du bist auch so ein Spielkind. Ja. Also komm. Monika, du musst genau die 13. Monika ist Profi. Ja, wahrscheinlich verbringt sie die ganzen Nächte in Dartkneipen. Moni war jetzt 4 Meter weg, ich gehe mal 2 Meter weg. Ingo, du weißt, unter 5 und über 100 darf man aus dieser Entfernung werfen. Ach, Playtastic. Also so langsam haben wir es drauf. Aber ich finde das richtig toll. Und wenn Sie klassisches Dart spielen wollen, dann nehmen Sie diese Seite. Aber wir haben auch diese, ganz einfach, wo es nur um die Mitte geht, bis zu 100 Punkten. Aber ich finde sowas toll. Ingo, wäre das nichts für deinen Partykeller? Das wäre was für meinen Partykeller. Vor allem, die machen ja auch keine Löcher in die Wand. Also sie sind wirklich ganz ungefährlich, Moni. Steht hier sogar. Du, und nach dem... Wirf mal auf Rebecca.
Wir trauen uns alle. Du kannst auf mich werfen. Nach dem dritten Glas Kamillentee macht das besonders viel Spaß. Ja, nach dem dritten Glas Kamillentee. Ja, bei Ingo gibt es nur Kamillentee in der Bar. Ja, wie langweilig, ne? Und Fencheltee, halt Fencheltee habe ich noch vergessen. Fenchel habe ich auch noch. Ach, Birnensaft hast du noch. Birnensaft von der Firma Williams, gell? Von der Firma Williams. Ja, ja. Und Marillen von der Firma Schnaps. Ich habe 100 geworfen, hast du das gesehen? Also, ja, cool. Ich bin zufrieden, ich habe mein Spielzeug, Sie hoffentlich auch. Auch wenn Sie so einen Partykiller haben. Obwohl, Partykeller brauchst du gar nicht. Draußen eine Pergola. Das kannst du ganz einfach draußen aufhängen. Nein, du kannst ja überall hinhängen hier. Ja. Wir schauen mal, was wir heute sparen. Da kostet es nämlich normalerweise 15 Euro in den nächsten 2 Stunden. Oder bis es ausverkauft ist, bei uns nur 5 Euro. Das ist mal ein echter, cooler Preisalarm hier. Einmal pro Besteller bitte nur bestellen. Und man hat so beim zweiten, dritten Wurf halt mal raus, wie man werfen muss. Ja. Ja, dann halten sie auch. Und vor allem, wenn ein Hintergrund dahinter ist, eine Wand, dann bombastisch. Aber ja, wir haben es ja einigermaßen hingekriegt. Mir gefällt auch die Optik. Ja? Ja. Also das sah wirklich aus wie so eine WM-Dartscheibe. Mhm. Ja? Aber jetzt mit Magneten, also auch für Kinder komplett ungefährlich. Die Bestellnummer sage ich Ihnen noch, das ist die NX96-83 und die 569. Das war mal richtig cool. Ja, und unser Preisalarm, denken Sie dran, maximal ein Stück pro Besteller. Was ist denn das? Wie rabiat, Ingo. Ich dachte, ich wäre dran. Ja, danke. Du hast dir so viel Zeit gelassen, aber ich gedacht, ich helfe dir mal. Ein Schlüssel, ein Autoschlüssel. Ist das ein universeller Autoschlüssel? Ein universeller Autoschlüssel? Das gibt's doch gar nicht. So, ich behaupte, es ist ein Kugelschreiber. Nee. Doch. Echt? Und noch ja, mehr. Ja, das stimmt. Ja. Also die offizielle Bezeichnung ist Personenalarm im Autoschlüsseldesign mit Sirene und Mini-Pulli. Zieh mal an der Kette, Monika. Zieh mal dran. So, und wenn jetzt die Batterie drin ist, da ist eine Knopfzelle drin, ja, dann geht jetzt ein Personenalarm los und zwar richtig laut mit 95, genau, mit 95 Dezibel. Aber jetzt... Jetzt ziehst du mal vorne und da ist ein Kugelschreiber drin. Siehst du das? Ach, tatsächlich. Ja? Also das ist das. Einerseits Schlüsselanhänger, unauffällig an jedem Schlüsselbund. Andererseits ein Kugelschreiber, den man immer brauchen kann. Und Personenalarm, um gerade für junge Damen im Alarm, im Fall oder im Notfall auf sich aufmerksam machen zu können. Und das ist ja auch etwas, was wirklich böse Jungs vermeiden wollen, dass sie erwischt werden noch mal oder dran, mach das Geräusch. Dass sie auffällig werden. Und oh, mit diesem Alarm kann man eben auf eine Notsituation aufmerksam machen und wird dann im besten Falle von couragierten Zivilisten, von couragierten Passanten eben gerettet. Und sie haben es gerade gehört, das ist unglaublich laut. Ja? Ja. Ich glaube, du hast den Zettel 90 oder 50. 110 Dezibel. Um das mal gut, dass hier keine Batterie drin ist. Ein Rauchwarnmelder hat 85 Dezibel. Ja? Ja, und das hörst du in Weite von 185 Meter Entfernung. Das ist echt weit. Ich bin froh, dass wir keine Batterien hier drin haben. Ja, ich glaube, deshalb haben wir keine. Ich denke, das war unser Toningenieur, der hat Angst um die Mikros bei 110 Dezibel. Der da eben im Zuspieler auf war. Auf 10 Zentimeter Entfernung, dann haut es uns hier alle Pegel oben raus. Aber glauben Sie mir, bei Ihnen wird es funktionieren. Und ich finde, das sollte man den jungen Mädels heutzutage, also allen Frauen eigentlich geben, gerade Frauen, damit die in Notsituationen auf sich aufmerksam machen können. Mhm. Ich weiß nicht, Monika, ist es dir schon mal so gegangen, dass du im Dunkeln ans Auto irgendwo gelaufen bist und so ein komisches Gefühl hattest? Ja, habe ich oft. Und dann telefoniere ich mit jemandem, also ich rufe mal irgendjemanden an, damit ich nicht alleine bin. Aber das Gefühl haben, glaube ich, viele Frauen abends. Geht Rebecca bestimmt genauso. Gerade so in der Garage oder so, wenn man zum Auto wirklich geht. Aber das geht, Telefonieren würde dir im Notfall ja nichts helfen. Nee. Ja. Also ich habe tatsächlich immer meinen Schlüsselbund in der Hand mit dem Schlüssel zwischen den Fingern. Das heißt, damit ich mich damit auch wehren kann. Ne? Jetzt habe ich von einem netten Zuschauer auch mal so einen Kubotan geschenkt bekommen. Aber es ist nochmal viel, viel besser, wenn du auch auf dich aufmerksam machen kannst. Ne? Also die Kombination macht's. Wahnsinn. Die Bestellnummer ist die NX5666 und die 569. Auch dieser Artikel nur 5 Euro und absolut sinnvoll. So, das wollte ich gerade sagen, bevor es Verletzungen gibt, wer buzzert denn jetzt? Aber der Kalid von mir, dass du Ingo hast buzzern lassen. Sie denken noch mal dran, wir sind ja jetzt knapp bei der Hälfte am Ende der Sendung. Kostet ein Produkt, egal was da wir kommt. Wir haben zwei Farben. 2,50 Euro. Mit Hellgrau fangen wir an. Oh, das sind... Kann man immer gebrauchen. Untersetzer, ne? Ja.
Also jeder, der einen Holztisch hat und mal irgendein Glas drauf oder eine Kaffeetasse, so Ränder gehabt hat, der weiß, wie wichtig solche Untersetzer sind. Weil du kriegst da wirklich Kaffee- oder Getränkeränder, die du ganz schwer wieder rauskriegst. Bei Glastischen ist es ganz ähnlich, die sind leichter zu reinigen. Aber sowas sieht natürlich auch sehr elegant aus. Wir haben, jetzt ratet mal für 5 Euro, wie viel von diesen Untersetzern. Also wir haben ja den Stapel gesehen, 4, 6, 10, 8, 10. Immer 16, 12. 12? Es sind 12. Und zwar haben wir jetzt eingeblendet das Ganze in hellgrau. Wir haben es auch gleich noch in dunkelgrau. Ich glaube, das sieht auch richtig toll aus, wenn du mal Gäste hast zum Essen. Ja, wenn man da das Weinglas haben wir gerade gesehen, aber das kann auch die Kaffeetasse sein. Und nochmal in beiden Farben, also hellgrau und dunkelgrau, ist es jeweils ein 12er-Set. Und was ich hier schön finde, hier steht, die sind abwaschbar. Mhm. Also man kann die auch, wenn die mal gelitten haben, wieder sauber machen, wieder waschen. Also ganz tolles Material, ich fühle das hier schon. Also auch sehr weich, werden ihre Gläser auch geschont. Das ist ja auch manchmal so, wenn man so ein filigranes Glas irgendwo hin... Also mir ist das schon passiert. Das hört sich so wie du den Buzzer drückst, knallst du wahrscheinlich auch die Gläser so auf den Vielleicht sollten wir den mal unter den Buzzer tun hier so ein... Das wird das auch abgefedert. Also was hier steht und was ich jetzt gar nicht besuchen. An was ich gar nicht gedacht habe, das ist auch für Dekorationselemente. Deko-Elemente. Also auch wenn du Kerzen hast, wenn du Vasen hast, dass die nicht auf dem Holz, auf dem blanken Holz von einem Schrank oder auf dem Lack halt draufstehen, ist das natürlich auch schön und sieht einfach toll aus. 12er Set, ich sage Ihnen kurz beide Bestellnummern. Im Moment noch eingeblendet das in hellgrau. Das ist die ZX8050. Und die 569 in dunkelgrau, was wir gleich haben werden, ist es die ZX8051 und die 569. Hat jemand von euch noch irgendwo einen Holztisch? Ja, leider. Ja, ja. Er hat auch schon viele Macken abbekommen. Ja. Aber ich maßregle meinen Mann regelmäßig, wenn er eine Teetasse zum Beispiel einfach so auf den Holztisch oder auf die Anrichte neben dem Sofa stellt. Neben den Rändern. Und auch der Hitze. Ja, und vor allem, ich finde das so schade, weißt du, dann investierst du in schöne Möbel und ich finde es so schade, wenn man da nicht drauf achtet. Und hiermit kannst du ja einfach so als Stapel offen auf den Tisch legen. Ingo, und dann ist dir die Wortwahl gerade aufgefallen? Die Wortwahl? Ich maßregle meinen Mann. Kilian, du tust mir schon ein bisschen leid, das muss ich jetzt sagen. Ich weise meinen Mann darauf hin, wäre eine bessere Wortwahl gewesen, würde ich sagen. Aber das trifft es nicht hundertprozentig, wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Da gibt es dicke Luft im Haus und Klot. Ja? Also ganz egal, dicke Luft gibt es bei Ihnen nicht, aber ich finde die schön. Und Sie müssen natürlich schauen, was passt zu Ihnen, hellgrau oder dunkelgrau. Ich finde beide wunderschön, muss ich sagen, und natürlich sehr zweckmäßig. Auch gerade mit dem Deko, dass du auch kleine Deko-Objekte eben auf einen Untersetzer stellst. Sehr, sehr schonend für die Möbel natürlich, für das, was Sie da draufstellen. Ich habe eben von filigranen Gläsern gesprochen. Das ist eben auch noch ein bisschen gepolstert hier. Das Material ist der Hammer. Das ist richtig schön weich, sieht sehr elegant aus und lässt sich waschen. Würdest du die dunkle oder die hellen nehmen? Ich würde die dunklen nehmen. Natürlich. Ich wäre auch bei den dunklen. Ja, ich werde sagen, ich habe solche Esssets auf meinem Esstisch, genau in dieser hellen Farbe. Und ich habe die gesucht. Ich werde mir die, also nur für Getränke, die habe ich nicht gefunden in diesem hellgrau. Ich werde mir die auf jeden Fall bestellen. Die beiden Bestellnummern habe ich Ihnen gesagt. Nochmal ZX8050 für die hellgrauen, ZX8051 für die dunkelgrauen. Jeweils ein 12er Set und jedes dieser Sets dürfen Sie sogar bis zu 5-mal bestellen. Also da bist du bestens ausgestattet. So, warum darf er jetzt schon wieder buzzern? Eigentlich warst du dran. Du traust dich nicht mehr. Du musst ihn mal maßregeln. Du musst mich mal maßregeln. Ja, das muss ich wohl tun. Ingo, nach der Sendung. So, die Sendung geht ja zum Glück noch eine ganze Weile. Wir haben jetzt einen Flaschen. Öffner mit Kronkorken. Wie genial ist das denn? Da wären wir wieder bei deinem Partykeller. Direkt neben das Dartspiel hängen. Oder direkt neben das Dartspiel, neben den Laserprojektor, neben die LED-Lampen, neben die Soundbar. Wir haben alles schon bei mir im Partykeller, aber das ist nun, also das ist wirklich eine Party. Ich könnte mir vorstellen, jetzt eine Party im Haus Claude und hier Partyhengste machen die Flaschen auf und überall liegen so Kronkorken rum. Und dann wird Rebecca ihren Mann maßregeln, ob man nicht die Kronkorken wegräumen muss. Diese Zeit ist vorbei. Die Kronkorken. Die bleiben tatsächlich bei uns auch immer offen liegen. Siehste, die Kronkorken fallen hier automatisch rein. Das ist Echtholz. Da oben ist Gusseisen. Und dann setzt man nur noch so an, Kronkorken rein, sauber aufgeräumt. Auch im Garten oder Balkon. Viele oder einer Grillparty hängst du das einfach an die Wand. Ich finde es einen tollen Gag. Sieht toll aus. Mega Design, Und du hast es wirklich aufgeräumt. Ja?
Perfekt. Der entspannte Gang zum Wandöffner geht auch Ihren Gästen schnell in Fleisch und Blut über, steht hier. Top Kundenmeinung übrigens, 90% unserer Käufer lieben dieses Produkt. Es ist wirklich sehr, sehr praktisch hier. Das macht man hier oben die Flasche auf und dann fällt der Kronkorken ganz automatisch rein, wenn Sie mal Ihre Cola-Flasche, Ihre Orangenlimo-Flasche aufmachen, fallen die Kronkorken hier einfach rein. Warum lachst du, Ralf? Ja, ganz einfach, weil wir alle Bier dran aufmachen und kein Cola und kein Mineralwasser, oder? Ja, also da sind Sie einer Meinung mit mir. Aber das geht so einfach und da musst du auch nicht suchen, wo ist der Flaschenöffner. Ja. Man kennt das auch auf Partys, da ist ein Flaschenöffner irgendwo gerichtet. Wo ist er? Du musst laufend Flaschenöffner suchen. Den suchst du nicht, schraubst du einmal an der Wand fest. Boing, und er ist da. Und die Kronkorken werden alle gesammelt. Es gab übrigens auch mal von Brauereien so Aktionen, wo du für eine gewisse Anzahl von Kronkorken Prämien bekommen hast. Da wird das Sammeln dann auch umso einfacher. Es gibt auch Leute, die sammeln die, um damit zu basteln. Es gibt sogar Leute, die verkaufen die online. Wir haben noch so ein Kronkorken-Dartspiel sogar bei uns im Programm. Ach stimmt, dieses magnetisch. Du, Kronkorken müsste eigentlich auch an unserer Dartscheibe, wenn die Pfeile mal kaputt sind, müssen die auch halten. Ist ja magnetisch. Nach dem fünften Bier ist das dann egal, ob du Pfeile oder Kronkorken hast. NX3347 und die 569 ist die Bestellnummer. Auch den dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen. Ist auch ein tolles Mitbringsel, denke ich mal, ne? Wenn man irgendwo eingeladen ist, zum Grillen oder so. Ne? Ja. Richtig sehr edel. Sieht also wirklich, 5 Euro ist ein Mordspreis dafür. Der Rebecca, entschuldige. Ja, eben. Der Bäcker ist dran. Nett. Das war nett von mir, ne? Das war wirklich sehr aufmerksam und nett. Dankeschön, Liana. Das ist man gar nicht von dir gewohnt. Du hast neue Nägel, du musst aufpassen. Jetzt weiß ich, dass eines... Danke, dass du dich um meine Nägel sorgst. Jetzt weiß ich, dass eines von Ingos Lieblingsprodukten kommt. Das ist die Adapterlösung. Und wir haben hier eine wirklich geniale Kundenzuschrift. Monika, die hast du. Da wird in einem Satz eigentlich gesagt, was wir hier alles haben. Es ist, ich sag's jetzt nicht, lies mal die letzte Kundenmeinung bitte vor. Endlich kein Kabelsalat mehr. Und sehr empfehlenswert, um Daten zwischen Handy und Computer unkompliziert schnell auszutauschen. Egal, ob man ein altes oder das neueste Handy hat, denn durch die verschiedenen Adapteranschlussmöglichkeiten ist das kein Problem mehr. Genau, und wir sehen hier erstens mal ein Kartenlesegerät. Dann machst du eine Micro-SD-Karte rein, das ist das hier. Und damit kannst du jetzt über die Adapter wirklich Daten von jedem aktuell bekannten Gerät auf ein anderes übertragen. Ob das USB-A, USB, Micro-USB oder USB-C ist, das kann man hin und her machen. Und das ist eben genial. Es ist schwer zu erklären, aber jeder, der mal Adapter gesucht hat, ich sag mal, nur USB-C auf Micro-USB, weiß, für so einen Adapter zahlst du also 4, 5 Euro ich zeig für Ihnen einen. Ich zeige Ihnen mal einen Adapter zum Beispiel hier. Das auf der einen Seite ist Micro-USB, was viele Android-Handys heute noch haben. Und auf der anderen Seite ist ein normaler USB. Das heißt, Sie können den in Ihr Handy stecken und auf der anderen Seite so einen Speicherstick oder sogar eine Festplatte. Damit können Sie jetzt die Daten von Ihrer Festplatte auf Ihr Handy spielen oder umgekehrt. Das ist nur einer von den Adaptern. Hier haben wir Micro-USB. Wir haben aber auch noch USB-C dabei. Einer der Adapter hat noch so ein Micro-SD-Kartenlesegerät dabei. Damit kann man wirklich große Datenmengen ganz einfach auf dem Stick mitnehmen und dann auf dem Handy gucken zum Beispiel, wenn Sie mal unterwegs sind, wenn Sie es lieben, wenn Sie da Filme drauf haben, Musik, Hörbücher, alles Mögliche kann man dann eben, ohne den Speicher seines Handys zu verwenden, hier einfach mit dem Stick machen. Also es ist ein geniales Set, sehr, sehr gut verarbeitet hier aus Metall und das Set kostet nur 5 Euro. Also wirklich der Wahnsinn und ich weiß, dass viele Probleme haben, oder dass es eigentlich gar nicht geht, von einem Handy Daten oder Fotos zum Beispiel auf den Computer zu übertragen. Ja, und hier geht es ganz einfach, Kartenlesegerät, dann machen Sie eine kleine Micro-SD-Karte rein, übertragen die Daten, dann gehen Sie mit einem Adapter ans USB-A und dann wird das da wieder übertragen. Übrigens, hier das Hauptteil, also mit dem Lesegerät, kann man sogar dann noch natürlich als USB-Stick benutzen, weil da ist ja jetzt ein Speichermedium drin und wir haben einen USB-A-Anschluss als Grundlage. Aber da sehen wir mal alles. Und glauben Sie mir, es gibt kein Gerät, das ich nicht mit dem anderen hier jetzt verbinden könnte. Ja, es geht für alle gängigen Handys. Tablets kann man dann ganz einfach mal einen USB-Stick ranmachen oder als SD-Kartenleser nehmen oder eben sogar an einen Computer mit einem
Computer dann Daten hin und her schaufeln. Also ich finde das einfach fantastisch. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, beziehungsweise wo ich sowas überhaupt suchen sollte. Wir haben das hier bei uns in der 5-Euro-Megashow, das erste Hightech-Produkt hier in unserer 5-Euro-Megashow. Jetzt bist du glücklich, ne? Jetzt bin ich glücklich, ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Schmuck, dann sind alle glücklich. Küche, haben wir Küche schon gehabt? Die Untersetzer vielleicht? Ja, die Bierdeckel. Ach, die Bierdeckel? Ja. Bierdeckel. Und die Untersetzer für die Gläser, natürlich. Bierdeckelöffner. Ach, der Bierdeckelöffner. Ist ja auch gut für denkt nur an Party, nicht an Küche. Bei Ihnen kommt alles in Partykeller. Wobei, die besten Partys sind die, die in der Küche stattfinden. Moni hat recht. Bis du einen Partykeller hast. Dann sind plötzlich alle... Ja, okay, das ist natürlich Next Level, ne? Die PX2341 und die 569 ist hier ihre Bestellnummer zum Glück. Nein, Spaß, die Bestellnummer zum Kartenleser-Adapter-Set. Also kann man auf jeden Fall bestellen, ist richtig schön. Und wir machen auch schon direkt weiter. Achtung. Spannend. Ich habe das Gefühl, da wird heute noch einer verletzt, ja? Gestauchter Finger oder so. Der ist sowas. Sehr stabil. Und das könnte Schmuck sein. Ah, nee, dann hätte Diana das gleiche Rebecca oder Monika in die Hand gedrückt. Mach mal Monika. Aber von der für Größe dich. Her. Oh. Was haben wir denn da drin? Ist es Schmuck? Nee. Ist das Schmuck? Oh. Nicht so ganz. Das ist ein... Aber es ist klein, sehr klein. Ein Cuttermesser. Richtig. Ein Profi-Mini-Cuttermesser. Ich habe eine ganz kurze Frage, weil ich habe mal so Bilder gesehen. Monika, wie viele Pakete bekommst du ungefähr? Ach so, ja, stimmt. Profi. Einige. Nein, mal ernsthaft, wie viele Pakete bekommst du am Tag? So ein Cuttermesser, guck mal, das hat weiß genau nicht, vielleicht 10 oder so? Du kriegst 10 Pakete am Tag? Nee, in der Woche. In der Woche. Ach, in der Woche. Ja. Meine armen Nachbarn, ich weiß. Guck mal kurz oben, das, die Klinge, die ist nämlich genauso lang, dass du Pakete öffnen kannst, ja, ohne stimmt. den Inhalt zu beschädigen. Also da ein Cuttermesser, ich glaube auch Teppichschneider, sagt man auch dazu, natürlich vielfältig einsetzbar. Aber ich sehe das hier ganz klar als erste Funktion. Auch als Brieföffner, den man ja auch oben und auf der Seite aufschneiden kann damit. Was stehen noch für Anwendungen hier auf deinem schlauen Zettel, Rebecca? Zum Beispiel... Ah, ich gucke mal in den Kundenzuschriften. Das ist eine gute Idee. Guck mal, Uli M. zum Beispiel aus Bonn hat geschrieben, als kleines Messer beim Bootfahren zum Kappen von Seilen ist es prima. Okay. Oder Otto H. aus Hannover, ideales kleines Messer für den Modellbau. Darf in keinem Modellbaukoffer fürs Wochenende, wenn es draußen losgeht, fehlen. Oh, siehst du, so Ideen finde ich immer toll, natürlich Zuschriften. Modellbau, klar, da ist es klein und filigran, da kannst du nicht mit einem großen Messer kommen. Mhm. Natürlich Brieföffner, Paketöffner, da bleibe ich dabei. Es ist sehr scharf, es passt an Schlüsselbund. Das ist ein weißt du, was das Schlimmste ist aufzumachen? CDs. Gibt's, die machen nicht mehr so viele, wenn die so verschweißt sind. Ja. Es ist nicht möglich, die ohne Schere oder Messer aufzumachen. Das kann mir 1000 Leute erzählen. Doch die Vorfreude. Oder diese Hartplastikverpackung. Die sind schlimm. Weißt du, wo man sich dann auch noch dran schneiden kann? Ich weiß nicht, was Verpackungsingenieure sich denken, wenn sie sowas entwickeln hier. Ich denke oftmals, das ist Diebstahlschutz. Je größer und sperriger, das ist oftmals bei ganz kleinen Produkten, ist eben sowas dabei. Also so ein Messer für 5 Euro, toll. Und das können Sie sich bestellen mit der Artikelnummer NC5117 und der 569. Super klein, super kompakt, super praktisch. Einfach am Schlüsselbund platziert haben Sie hier das Cuttermesser direkt jederzeit zur Hand. Für nur 5 Euro auf jeden Fall mitbestellen. In der Handtasche macht sich das auch immer sehr, sehr gut. Rebecca. Darf ich? Ja. Wow. Jetzt wäre beinahe was passiert. Ja, jetzt gibt es dann die ersten Verletzten. Haben wir heute noch einen roten Kreuzkasten? Ja, also die Maßregelung wird immer Messer waren ja schon habt weg. Habt ihr das gehört? Diana hat Angst vor uns. Wir müssen aufhören. Die ist froh, dass sie wieder von der Bühne da ist. Diana, die zwei in der Mitte sind die Gefährlichen. Hier außen sitzen die Armlosen. Und das ist super. Also wenn das ist, was ich meine, dann für 5 Euro ist mit es der Wahnsinn. Mit Fernbedienung? Mit Fernbedienung sogar. Also ich meine, es ist eine TV-Hintergrundbeleuchtung. Ja, ich glaube auch. Aber ich schaue jetzt sicher, ja, und zwar habe ich recht, und zwar mit farbigen Leisten, und zwar für große Fernseher, 117 bis 177 Zentimetern. Ich glaube, das sind 177 Zentimeter, sind 70 Zoll. Also von 46 bis 70 Zoll. Und so einfach ist es anzubringen. Und ich weiß, dass es so Hintergrundbeleuchtung gibt, eben die man serienmäßig kaufen kann, die aber einen hohen Aufpreis kostet. Also auf jeden Fall mehr als 5 Euro.
selbstklebend USB-Stromversorgung, die automatisch eigentlich bei allen modernen Fernsehern dabei ist. Das heißt, sobald du den Fernseher anmachst, hast du die Hintergrundbeleuchtung und dann kannst du deine Farbe passend zum Programm über die Fernbedienung einstellen. Habe ich auch zu Hause an meinem Fernseher, aber ich habe das teuer mitgekauft. Und wenn man das hier einfach für 5 Euro so praktisch nachrüsten kann, ist das ja richtig clever. Und ich finde auch, dass das Bild dann viel, viel größer wirkt, wenn man Hintergrundbeleuchtung hat. Also wir haben es gerade gesehen, wie es von hinten aussieht. Und jetzt schau mal, hier, passend zu Wasser, blau. Sieht super aus. Beim Fußball würde ich jetzt einen grünen Hintergrund machen und so on. Aber ich habe hier noch eine ganz interessante Zuschrift von Clemens aus Greutsch. Ich weiß nicht, wo Greutsch ist, aber er kommt von dort. Als Regalbeleuchtung im TV-Board benutzt. Ideale Länge, super Blickfang. Und der Hubert schreibt uns, sehr schöne, nicht aufdringliche TV-Hintergrundbeleuchtung. Total simple Handhabung. Klebt bombenfest auf glattem Untergrund. Farbe kann je nach Stimmung eingestellt werden. Und das haben wir gerade gesehen. Also 5 Euro ist der Wahnsinn. Probieren Sie es aus. Ich sehe hier gerade, wir haben hier 15 verschiedene Farben, die wir einstellen können. Mit der Fernbedienung heller, dunkler können wir es machen. Wir können es auch hier Flash, Strobe, Fade, also verschiedene Farbübergänge auch noch einstellen. Ganz einfach hier mit der Fernbedienung dann, es erweitert praktisch das Bild von Ihrem Fernseher. Hier sehen wir mal die Fernbedienung, da sehen wir diese 15 Farben, hier noch die an, aus, hell, dunkel und hier die ganzen verschiedenen Modi. Super einfach hier Ihren Fernseher nochmal richtig aufzuwerten mit so einer tollen TV-Hintergrundbeleuchtung. Du hast extra dafür bezahlt, ne? Ja, ich war dumm, die ne? Die gibt es ja nur von einer Marke eigentlich, glaube ich. Ne? Die haben das patentiert. Nein, also wir haben auch diese Sets schon gehabt für ich glaube, 24,99, was ich schon für günstig empfunden habe. Ja. Jetzt 5 Euro ist ein Hammer. Super. Jetzt bin ich nur ein bisschen am Überlegen. Hier steht, genießen Sie Krimis und Action-Kracher in Rot oder Blau. Warum soll ich jetzt Rot oder Blau bei einem Actionfilm dahinter machen? Blau wegen Polizei, Blaulicht. Mhm. Und Rot wegen Blut. Ja. Oh. Natürlich. Horrorfilme. Probieren wir es einfach mal aus, aber in einem sind Sie mit mir einig, wenn Sie Fußball schauen, Hintergrundbeleuchtung grün. Ja, es sei denn, das ist Hallenfußball. Bei uns wäre es die ganze Zeit grün, glaube ich. Bei uns wäre es komplett grün, zumindest jeden Samstag. Aber ich muss es doch nicht am Fernsehen anbringen, oder? Weil ich habe sowas auch mal gehabt für hinterm Regal. Ich hatte oder unter Bett oder so. Da brauchst du halt eine separate USB-Stromversorgung. Ja, aber das ist ja heutzutage kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem, da hast du absolut recht. Aber für alle, die mal über eine Hintergrundbeleuchtung am TV nachgedacht haben. Günstiger kann es nicht werden, das ist, glaube ich, klar. Die Bestellnummer ist die NX6742 und die 569 für bis zu 70 Zoll, also 1,77 Meter in der Diagonale, große Fernseher geeignet. Ich habe einen 65 Zoll, also ich denke, ich werde es mal ausprobieren. Meiner hat es nämlich nicht. Du darfst. Ich darf? Ganz sanft. Ganz sanft. Ganz sanft. Mach das jetzt mal ganz sanft. Bin ich mal gespannt. Wow, geht doch. Und da kommt Diana schon. Sie sehen, wir gehen durch so viele Produktgruppen und es ist immer aufregend, was jetzt als nächstes kommt. Rebecca, was kommt denn als nächstes? Oh, ist das schon das letzte Produkt? Wir schauen mal aufs Preisschild. Wenn es das letzte ist, dann kostet das jetzt 2,50 Euro. Dann ging es aber mal. Es ist das letzte Produkt. Und zwei Stück dürfen Sie sogar bestellen, haben wir gerade gehört. Mega. Weil zwei Stück zusammen finde ich ja wunderbar. Monika, du wolltest doch vorhin Deko. Ja, ich bin glücklich. Und das für 2,50 Euro. Und hier machen wir sogar noch die Ausnahme, dass Sie zweimal bestellen können. Was man sonst eigentlich nicht hier darf bei dem letzten Produkt, ist super. Sieht wunderschön aus, unser Deko-Zweig. Ne? Also es erinnert mich auf den ersten Blick an Weidekätzchen. Ja. Ja. Ihr kennt alle Weidekätzchen oder ist das, ich weiß nicht, ob das ein badischer Ausdruck ist. Nee, ich glaube, das kennt man. Nein. Aber es ist natürlich auch ein schönes Beleuchtungshighlight. Es sind jede Menge dieser LEDs. Ingo, du hast auf dem Zettel wie viel? 10, 15? 16 leuchtende Kugeln. Mhm. Das Ganze ist batteriebetrieben und ich finde es toll, dass das eben auch unterschiedliche Größe haben, diese Kugeln. Mhm. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen verspielter. Sie können die Zweige übrigens biegen, wie Sie wollen. Da ist ein Draht drin. Und ich kann mir das super vorstellen, mal in so einer Vase drin, so als Deko-Objekt, weil die eben auch im Dunkeln leuchten. Wir schauen mal auf pearl.de, was das normalerweise kostet. Und das ist 10 Euro normalerweise. Oh. Schauen Sie mal, was wir da heute runtergenommen haben. Ja. 2,50 Euro. Irre, ne? Wow. Und wir können zwei davon bestellen hier. Können Sie also bis zu zweimal bestellen. Ja. Jeder kostet nur 2,50 Euro. Ja, die sind so, tatsächlich so einen halben Meter knapp lang. Und funktionieren ganz normal mit Doppel-A-Batterien. Also
ideal und einfacher geht es nicht, sein Heim schön zu dekorieren. Bei dir kann ich mir das auch schön vorstellen. Du hast viel LEDs, Moni. Ja, ne? Ich liebe das. Es sieht einfach viel schöner aus, als wenn man dieses große Deckenlicht anhat. Und hier in so einer Vase oder so, vielleicht so mit diesem Pampasgras, was wir momentan beide zusammen trennen. Ah, ja, ja, sieht so, schön ja, aus. Genau, wenn wir da zwei haben. Schön. Was ich schön finde, ich habe ja vorhin gesagt, das erinnert mich an Weidekätzchen. Und dann kommt das zum Tragen, wow. Was Ingo gesagt ja, hat, also mit der verschiedenen Größe. Schon bestellen, das sieht aus, als wären die in verschiedenen Wachstumsphasen. Ja, ja. Ja? Die einen sind schon ein bisschen älter, die anderen kommen erst noch. Wow, das sieht beeindruckend aus. Ich kann mir das auch vielleicht fürs Kinderzimmer, weißt du, wenn man im Dunkeln nicht so gut schlafen kann, ist das so ein ganz schönes, warmweißes Licht, was sehr gemütlich ist, was eben den Raum so schön illuminiert, sage ich mal. Oh, ich habe noch eine Idee. Moni, ihr habt doch heute Morgen nach Pampasgras geguckt. Jetzt stell dir vor, du hast so eine Vase mit so ein paar Trockenblumen und dazwischen hier solche Akzente. Ja. Richtig schön. Aber oder? Wenn Sie das in eine Vase stellen, unbedingt einen Untersetzer drunter, sonst werden Sie von Rebecca gemaßregelt. Aber die Untersetzer gibt es ja zum Glück auch aktuell für nur 5 Euro. Ja, eben. Also und wenn Sie es dann fotografieren und auf Ihren Computer bringen wollen, haben wir die Adapter gehabt. Der Lichterzweig mit 16 leuchtenden Kugeln, den Sie bis zu zweimal bestellen können, kostet nur 2,50 Euro. Das ist das letzte Artikel hier bei uns in der 5-Euro-Megashow. Die Bestellnummer ist die NX9125 und die 569. Es hat wieder riesig Spaß gemacht. Ich finde das toll, wenn wir eine Stunde überrascht werden. Und wir sind ja wirklich immer überrascht geworden. Sie auch. Ich hole mir jetzt die Dartscheibe. Du holst dir die Dartscheibe, okay. Ich die Handyhalterung. Ich die Zweige. Wunderbar. Also, ran ans Telefon.